Eines der wichtigsten Ereignisse bei der Entstehung des Dämonenreiches Oron begab sich Anfang des Raya-Mondes im Jahr 28. Damals kehrte das blutige Dämonenbalk Reshemin von der Treupforte zurück, wo sie als Abgesandte Demionos auf der Seite Borberats gekämpft hatte. Bei sich trug sie die wohl größte Beute, die es auf dem Blutfeld zu erwerben gab, einen der Splitter der Dämonenkrone, nämlich jenen, der der Erzdämonin Baekeled zugewandt war. Uns ist bis heute nicht klar, was ihre Absichten waren. Wollte sie mit Hilfe dieser die Herrschaft in Elburum an sich reißen oder wollte sie nur einen möglichst hohen Preis für die Trophäe herausschlagen? In jenem Fall war es Demione, die ihr den Splitter abnahm und sie, Gerüchten zufolge, für ihr Zögern züchtigte. Auszug aus den Notizbüchern des Ordenshochmeisters der Grauen Stäbe, Tardisin von Borbra. Und so erwacht ihr. In einer kleinen Herberge, in einem kleinen Städtchen namens Unabad. 200 Einwohner und eine ganze Menge Kamele, die um euch herum, wenn die Sonne aufgeht, anfangen zu blöken. Mir ist so, als gäbe es in diesem Ort mehr Lasttiere als Menschen. Das ist ein gutes Zeichen. Immerhin befinden wir uns auf der Straße nach Janka und hoffen, dass dort Karawanen mit Lebensmitteln eintreffen. Zudem hebt es wahrscheinlich den Intelligenzquotienten ungemein dieses Ortes. Ja, wirklich sehr schön hier, also kann es kaum erwarten, dass wir weiterreisen, obwohl es hier so schön ist. Wir sollten heute in Janka ankommen, nicht wahr, Kapitän? Ja, es müssten schon größere Schwierigkeiten auftreten, dass wir es nicht vor Sonnenuntergang erreichen. Hervorragend. Ich freue mich jetzt bereits darauf, in einem angemessenen Domizil einquartiert zu sein. Oh ja, das wird kein Problem. Du kannst bestimmt mit mir im Chor-Tempel schlafen. Das ist ein sehr schöner Tempel. Musst wissen, der Bentilio, wir haben in Janka einen Malma getötet. Ah, einen sehr Malmer. Großen. Oh. Ihr habt nicht zufällig diverse Drüsen aus ihm entnommen, bevor ihr ihn getötet habt? Doch, die finden sich bestimmt im Chortempel. Rafim hat das gemacht. Deswegen bevor frage sie ich. Ihn getötet haben? Ja, wenn ihr sie danach entnehmt, sind sie leider wertlos. Gewisse Abbaustoffe, die das Gift verderben. Also, das ganze Fleisch davon ging an diese komische Fleischergilde. Ich weiß nicht, ob man mal mehr essen kann. Ich würde das nicht empfehlen. Ja, das ist ja groß. Gerade bei einer solchen Größe könnte man vermuten, dass es sich um eine Daimonide-Züchtung handelt haben mag. Oder eine Chimäre. Nun, die Sache ist wohl sowieso gegessen, wenn ihr so wollt. Naja, nicht alles. Ein Teil ist im Chortempel, ne? Ihr sitzt gerade beim Frühstück, habt den Milchreis gegessen mit Orangenstückchen darin reingeschnitten und habt so langsam alle einen guten, dicken Bauch, der dann auch dazu einlädt, weiterzureisen. Habt eure Wasserflaschen gefüllt und auch das Fleisch, das Trockenfleisch wieder eingepackt, was man dann hier am Vortag noch erworben habt für die letzte Reise. Da könnt ihr sehen, wie wohl die Magier an eurem Tisch anfangen leicht zu zittern. Alles in Ordnung, Serpentilio? Aber mir, ihr... Was? Ich. Es ist unnatürlich. In der Tat. Findet ihr nicht? Was geschieht hier? Spürt Diamantis auch was, als wäre das Zauber? Ja, du kannst auch merken, wenn du dir so ein bisschen zittrig an die Finger greifst, dass deine Nase blutet. Aber mir ist nicht kalt, Serpentilio. Ich verstehe nicht, wie ihr Nordleute das aushaltet. Ihr müsst es gewohnt sein, Kapitän. Was passiert hier? Eine Resonanz, gewissermaßen. Schaut, nur wir, Abemir, Serpentilio. Ein magischer Anschlag? Nein, nicht Anschlag. Es scheint eher alles zu erfassen. Es ist eine Vibration, ein... wie war das? Erinnert ihr euch? Vor euch auf dem Tisch ploppt es einmal und der Bierkrug, der vor Rafim steht, kippt einmal um. Ihr könnt sehen, wie ein kleines Biergeist-Elementarwesen daraus hervorkriecht und sich so ein bisschen schüttelt. Zahlreiche Biertropfen, die um den Tisch herum euch allesamt anspritzen. Ja, ich schlag da mit dem Bandschwert drauf. Ich steche zumindest drauf. Ja, es vergeht sofort und zerplatzt. Könnt ihr euch Ich würde das gerne parieren.
Ich denke, das gelingt ihm auch. Like, wenn er irgendwie an mir rangelt, hat jetzt, ich glaube, Schwerter also, 0 oder so. Es ist keine, es ja, ist keine ziehst, Frage der Sache. Du ziehst dann sehr umständlich deinen Dolch vom Gürtel oder deinen Stab und Boltax kann dann sofort seine Hand dahin halten. Boltax! Lass das! Lass das! Au! Au, es tut dir weh! Es tut dir weh! Was ist das denn? Sein. Nun, seht ihr, das ist ein Geist des Humus und des Wassers. Es platzt ein weiteres Mal und ihr könnt sehen, wie vor Diamantes in der Luft eine kleine Wasserqualle hängt, die da so ein bisschen vor ihm hin und her schwebt. Erscheint euch das nicht? Wir stehen da, glaube ich, irgendwie serpentiert, den Arm halb hochgezogen und Boltax auf einem Schemel und zehrt da dran, über einen Ring so halbherzig hintereinander. Erscheint euch das nicht wie ein übernatürlicher Ausfluss an Astralenergie in die Umgebung? Würde uns auch vielleicht ein Guardianum helfen? Nein, jetzt wartet doch. Diese netten Geister, diese lustigen Mindergeister sind sicherlich in der Lage, uns zu erklären, woraus sie eigentlich gespeist worden sind. Dann mach schnell. Hallo, mein Kleiner. Boltax, du zitterst mittlerweile immer mehr und du kannst auch sehen, wie weiteres Blut nicht nur aus deiner Nase, sondern auch mittlerweile aus deinen Ohren herausläuft. Vielleicht sollten wir nach draußen, vielleicht sehen wir dort mehr. Ich wäre schon längst aufgestanden zur Tür gegangen. Hey, Ina! Keine Zauberei an meinem Tisch! Das sind sie nicht. Ja, ich bin zur Tür gegangen und hab mal rausgeschaut. Also, ich hab die Tür geöffnet und hab halb rausgetreten. Ja, wenn du die Tür aufmachst, musst du dich tatsächlich auf deinen Stab stützen, damit du dann auch zitternd so ein bisschen am Türrahmen stehen bleibst. Und ihr bemerkt wohl, dass ihr wirklich leer seid. Könnt eure ASP auf 0 setzen. Okay, was geschieht hier? Ich war zum Glück sowieso fast leer. Also. Ich auch. Um euch herum, während ihr da so verteilt in der Taverne steht oder dann nach draußen guckt, in der Taverne ist nichts unnormal und auch wenn ihr nach draußen kommt, alles so, wie ihr es zurückgelassen habt. Aber mittlerweile seid ihr überall um euch herum platzen jetzt die Tonkrüge auf, irgendwelche Wassergefäße oder irgendwelche kleinen Brunnen, die dort irgendwo angebracht sind. Überall könnt ihr sehen, wie Mindergeister hervorsteigen. Es ist bemerkenswert. 20 Stück. Es ist fast so, als könnte die Astralenergie nicht mehr im Astralkörper vorhanden sein und würde ungebremst nach draußen strömen. Kapitania, wir müssen gehen. Jetzt sofort. Werden wir angegriffen? Ja. Was auch immer es ist, es schadet euch. Schnell, zu den Pferden. Es tut weh. Werfe noch ein paar Münzen auf den Tisch für den Wirt und eile dann zu den Pferden. Reagieren die irgendwie auf das Ganze? Ja, die versuchen die Mindergeister mit irgendwelchen Dolchen nicht, sondern irgendwelchen Knüppeln dann wegzuschlagen, die da unter dem Tresen liegen. Könnt ihr noch was sehen. Draußen gibt es nicht so sehr viele Mindergeister. Höchstens mal 2, 3, die dann um einen herumflitzen, von dem ihr dann irgendwie einfach intuitiv ausgeht, dass es vielleicht wohl wie Diamantes auch ein Viertelzauberer ist. Also es sind, wenn überhaupt, dann um euch herum, die dann explodieren, schwirren oder aus irgendwelchen Tonkrügen herausplatzen. Wichtige Frage. Ich würde gerne Magiekundeprobe würfeln. Ich habe Kraftlinienmagie. Sind wir momentan auf irgendeiner Kraftlinie? Weiß ich das? Du kannst würfeln, ja. Das würde ich auch gerne probieren. Klar. Sind die Pferde panisch ob dieser Vorkommnisse oder kriegen die davon unruhig, nicht unruhig, deutlich unruhig, ja. Gut, dann würde ich mich mal dran machen, die Stadt klar zu machen. Gibt es sonst noch irgendwelche Randerscheinungen magischer Natur, der hat sich der Himmel verfärbt oder? Nein, überhaupt nicht. Ihr versucht so ein bisschen dann zu den Stellen euch zu schleifen mit zitternden Knien. Rafim muss dann noch 2, 3 Mal stützen. Diamantis kann sich dann noch so zittrig selbst bewegen, weil du nur Viertelzauberer bist. Aber die anderen müssen auf alle Fälle irgendwie getragen werden, während ihr da fast wie Skelette dann darüber stackst. Ziemlich bleich allesamt. Zulamin stellt Serpentilio an einer von den Anbindestangen ab, dass er sich da festhalten kann und will sich schon um die Pferde kümmern, aber plötzlich fällt ihr ein, Moment, habt ihr nicht irgendwelche Artefakte mitgenommen von diesen Nachtwinden? Könnte das so etwas sein? Nein, ja. Ich hatte sie untersucht. Dort waren nur Standardzauber drin enthalten.
Ihr könnt sehen, wie jetzt wohl um euch herum, es sind nicht mehr 20, es sind 30, 40 Mindergeister, die euch versuchen hinterher zu tapsen auf ihren kleinen Füßchen. Versinken sie jetzt wohl allesamt im Sand und lösen sich auf und werden dann wieder zu natürlichem Wasser. Nur noch ein letztes Wehklagen und Wimmern von irgendwelchen Schmerzen und dann ist alles wieder still um euch herum. Gibt es irgendeine Erinnerung an solche Präzedenzfälle, dass solche Ereignisse schon mal vorgekommen sind? Hat das eventuell etwas mit einer kritischen Essenz zu tun? Ich wollte auch gerade fragen. Es klingt nämlich wie kritische Essenz. Glücklicherweise waren nur wir drei und eine Handvoll Artefakte hier. Ja, noch nicht. Aber euch, also ja, wenn ihr mal herumkommt, ihr wisst ja, dass die Mindergeister dann zusammengesetzt sind aus zwei Elementen. Es war immer Wasser dabei. Immer Wasser, obwohl, wenn ihr euch hier umguckt, Humus oder Erz wäre sehr viel natürlicher, vor allem Erz. Da war auch viel Erz dabei, aber es war vor allem immer Wasser. Könnte es eine elementare Verschiebung geben? Ist Darion Palligant schon so weit? Nicht, das wäre... Lasst mich... Wir müssen einen Ort elementarer Reinheit aufsuchen, dann kann ich das eventuell ermitteln. Wo wollt ihr einen solchen denn hierher nehmen? Nun, wir sind in Aranien, nicht wahr? X-te wäre wohl Draconia. Wie wollt ihr dorthin kommen ohne Magie? Das ist nicht gerade ein Katzensprung. Wenn ihr mir ein wenig... Wo ist das denn? Im Raschschulzwall. Weit oben in den Bergen. Nun, wir hätten den Gürtel. Und ich zeige einmal auf den Ledergürtel von den Nachtwinden. Der war doch mit einem Transversalis versehen, nicht wahr? Würfel mal eine Sinneschärfeprobe. Überprüft vielleicht erst einmal, ob er dies überhaupt noch ist. Wir so alle, oder? Ja, könnt ihr gerne alle würfeln. Du kannst auch darauf verzichten, das geht auch immer. Aber davon kriegt man nichts. So. 9 Punkte, go, go, go. Das reicht. Zulamin und Boltax, während ihr euch dann so ein bisschen um die Pferde kümmert, so ein bisschen beruhigend über die Nüstern streichelt und sie dann losmacht, damit man dann endlich hier sich von diesem merkwürdigen Ort entfernen kann, könnt ihr euch ein bisschen umblicken, in die Ferne blicken, dort wo wohl Elberum oder auch Janka ist, und dann könnt ihr plötzlich vor euch sehen eine Luftspiegelung wie eine Fata Morgana. Ihr seht ein zweites Unabad, ein drittes Unabad, was dort wohl vor euch flackert, als würde dieser Gasthof, in dem ihr genächtigt hättet, sowohl im Süden als auch im Norden mehrere Male auftauchen. Was? Zulamin, siehst du das? Scheint deine Fata Morgana zu sein. Zulamin greift in ihre Tasche und holt den Terrillion-Tetraeder hervor, ob der irgendwelche Dinge tut, die er nicht tun sollte. Wenn du ihn hervorholst, dann wird sich selbstverständlich wieder eine Matrix ausbilden von ihm. Also du kannst ihn aktivieren. Aber er ist nicht aktiviert, also er ist nicht die Ursache. Er ist nicht die Ursache. Zulamin schüttelt den Kopf. Der Tetraeder ist es nicht. Auf ihm vor dir fällt ein Vogel tot zu Boden. Aber mir, das sieht nicht gut aus. Ja, das hatten wir schon einmal vor Garat. Erinnert euch? Ich im geringsten. Wie ich bereits mehrfach anmerkte, Kapitän, ja, wir müssen gehen. Bevor die Kulakai vom Himmel fiel oder sich näherte. Erinnert euch? Ich würde gerne... Wir sollten hier weg. Gut, dann hoch mit euch. Zulamin hilft Serpentilio aufs Pferd und also das tänzelt so ein bisschen auf der Stelle, aber sie hält's fest. Ich würde gerne trotzdem mal eine Sinnesschärfeprobe würfeln, um zu schauen, ob wir in einem Traum oder etwas Ähnlichem sind, weil Boltax hat bisher solche Sachen eher nur in Träumen erfahren. Und ja. Guck lieber, ob zufällig Kolakai 2, Kolak 2 eingeschwebt, geschwoben kommt. Du meinst Kola 2. Hab ich doch gesagt. Also du versuchst dich so ein bisschen zu kneifen, du reißt deine Augen auf, du tust irgendwie, trittst ein bisschen mit deinem Fuß gegen den Stein der Taverne, um dich selbst zu wecken von den Schmerzen. Da schießt doch so ein bisschen ekelhaft in deinem Fuß hoch und kribbelt.
aber du bist nicht der Meinung, dass das ein Traum ist. Gut, alles klar. Als Traumwandler sollte ich das ja auch wissen. Gut, die dann, Magier von euch dürfen 5W20 würfeln. Ach du Scheiße, das klingt nicht gut. Ich zähle mich selbst nicht als Magier. Du kannst dich jeder trotzdem 5, als Magier zählen. Jeder 5W20 oder insgesamt 5W20. Boltax, du bekommst 47 ASP. Abelmi bekommt 58 ASP, auch über Max. Serpentilio bekommt 63 ASP und Diamantis bekommt 38 ASP. Weißt du, was das Schlimmste ist? Ich bin immer noch 20 Punkte unter meinem Maximum. Ich bin über mein Maximum mit 47. Lädt sich mein Kraftspeicher auf jeden Fall? Hat er sich überhaupt entladen? Der Kraftspeicher, da hattest du auch kurz Funken, Blitzen, Stieben sehen, da kamen auch ein paar Elementargeister heraus. Na, zum Glück war da nur ein ASP drin, also was auch immer für ein Blutgeist da rausgekrochen ist. Aber der lädt sich nicht wieder auf, oder? Der lädt sich nicht wieder aus. Ihr könnt aber sehen, dass Diamantis wohl das Blut in die Augen hereinschießt und sein weißer Augapfel jetzt durchzogen ist mit roten, knisternden Linien. Ich fühle mich so geladen. Macht, dass ihr aufs Pferd kommt, bevor euch noch der Kopf platzt. Hört, Schnabel mir, hört. Ich bin wahrscheinlich noch ein bisschen durcheinander, weil erst leer, dann voll. Und ja, ich ziehe mich mal auf mein Pferd hoch irgendwie. Ja, Abelmir zieht sich aufs Pferd hoch. Zulamin kann noch mal ein bisschen die anderen anschnauzen. Und während dann noch irgendwann Serpentilio auf dem Pferd drauf ist, könnt ihr sehen, wie Diamantis, der eigentlich schon oben war, vom Pferd herunterkracht. Ich halte mich extra gut fest. Oh, du bist eine Enttäuschung. Ich würde ihn mal erst selber absteigen. Diamantis über meine Schulter werfen. Die drei wachen Magier 5W20. Gehen die jetzt wieder raus? Gewinne schon wieder! 33! Ja. Das sind die 73 ASP, die du dir dazu aufschreiben kannst. Alle dazu. Und währenddessen könnt ihr sehen, wie ihr euren Körper betrachtet, wie eure Adern nicht nur blau vom Blut leuchten, sondern jetzt so ein magisches Knistern und Prickeln. Ihr fühlt euch, als würdet ihr von innen zerreißen. Okay, ich würde gerne ein Guardianum mit 33 ASP in meinen Stab legen. Wenn ich sie gerade übrig habe, mache ich das natürlich. Eine Idee, in einem Feld arkaner Instabilitäten Stabzauber zu machen. Ich würde auch gegen Guardianum sprechen mit 100 Punkten. Das ist ja nicht verkehrt. Ja, kannst du tun, bei Reiten. Aber mir hat übrigens W12 gewürfelt, nicht W20. Oh. Mach nur 23, ob ich patze, ja? Der wäre gelungen. Ich habe einen 100 Punkte Guardianum. Hey, warum sind die Waffen nicht durchgekommen? Habe ich außerhalb der Box gewürfelt? Jetzt, okay, ich patze nicht. Ich möchte einen 100 Punkte Guardianum aufbauen. Bitte sehr, danke sehr. Ja, wenn Boltax gerade spricht um seinen Frigifaxius, hast du gewürfelt? Hä? Nein. Ich habe mich verklickt. Ich wollte den Guardianum. Guardianum, genau, ja. Sorry. Ja, während während ihr den Mund aufmacht, um euren Guardianum zu sprechen, könnt ihr auch wohl bemerken, wie Blut aus eurem Mund herausläuft und es pritzelt so ein bisschen unangenehm auf der Zunge, während es euren Körper verlässt. Und dann spannt ihr den Guardianum auf und merkt wohl, dass irgendetwas Großes, Widerliches dagegen drückt. Es ist Zeit, bewegt euch auf das Pferd! Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass es alle auf dem Pferd sind. Zulamin hat Serpentilios Pferd als Handpferd genommen, weil sie traut ihm nicht zu, das selber hinzukriegen. Und treibt jetzt die ganze Herde quasi an, unabhängig davon, was die Reiter so tun. Dass die in Galopp fallen. Okay, Diamantis ist bei Rafim auf dem Pferd? Ja. Ja. Während ihr anfangt loszureiten, loszupreschen, könnt ihr wohl sehen, die Sonne ist wohl gerade erst aufgegangen, aber ihr habt so ein bisschen das Gefühl, als würde sich etwas vor die Sonne schieben. Ihr wisst nicht genau, was es ist. Es ist kein Nebel,
es ist auch nicht die Sterne, es ist auch keine Finsternis, irgendetwas schiebt sich vor die Sonne, also dass ihr fast das Gefühl habt, ihr reitet im Dunkeln, aber es ist nicht Nacht. Und die Orangenbäume um euch herum haben das Laub komplett abgeworfen. Ihr könnt sowohl verdorrte als auch neugeborene Früchte daran erkennen. Und der Druck auf den Ohren wird immer stärker und stärker. Seht ihr die Bäume? Ist irgendetwas mit der Zeit? Naja, vielleicht holt uns Satinaf tatsächlich noch. Nein, es ist ein seltsamer magischer Effekt. Ich kann ihn noch nicht genau bestimmen. Ich müsste ein Odem wirken, aber ich würde es gern vermeiden, hier einen zu wirken. Ich verstehe warum, ansonsten wird man blind. Wir könnten den Tetraeder verwenden, um die Sphären zu wechseln. Und dann? Wir müssen wieder zurück hier. Auch dafür ließe der sich verwenden. Nicht jetzt! Ist das wie eine Kraftlinie oder so? Könnte man das von uns wegschieben? Ich weiß nicht, was für ein Effekt ist, der hier auftritt. Sowas habe ich noch nie gesehen. Beschrieben gesehen. Ja, und während ihr dann mit vollem Galopp, so es euch dann möglich ist, aus der kleinen Stadt Unabad herausreitet, könnt ihr wohl wieder bemerken, wie es um euch herum ploppt, und dieses Mal reißen die Sphären nicht mit Elementargeistern auf, sondern mit Unelementen, die sich ekelhaft auf den Boden ergießen, klatschen, es stinkt nach Schleim, schwarzes Feuer, was brennt, ihr könnt klackernde kleine Spinnentierchen erkennen, weitere Wesenheiten, Pilze, die aus dem Boden heraussprießen, die eitern und nach euch schnappen. Es tut weh! Es tut weh! Sulamin greift wieder in ihre Tasche und nach dem Tetraeder. Und beim letzten Mal hat das ja so ganz intuitiv einfach funktioniert und versucht jetzt rein über Gefühl den Riss zuzuzwingen. Okay, du kannst mit dem Tetraeder vor dir hin und her streichen und bleibst am besten stehen. Kannst dann wohl auch sehen, wie irgendein blaues Fluktuieren von der anderen Seite zu kommen scheint, blau-schwarz. Und während du dann mit dem Tetraeder herumreitest, können die anderen Magier erkennen, wie euch wohl Faxii hinterhergeschossen werden von diesen kleinen Unelementen aus verschiedenen Elementen zusammengesetzt, aus Unerde, aus Unwasser, aus Unfeuer. Jeder kleine Elementargeist schießt euch seinen eigenen Strahl entgegen. Dürften aber im Galdianum vermutlich hängen bleiben. Genau, den habt ihr im Vorfeld aufgezogen, von daher könnt ihr das Prickeln auch spüren, aber 100 ASP sollen sich auch lohnen. Und dementsprechend verbrutzeln die Unelementare, so wie sie neben euch entstanden sind. Und ihr könnt weiterreiten. Was denkt ihr, eine elementare Gegenreaktion? Irgendwie. Oder das Ding... Das, was es auslöst, betrifft nicht nur die elementare Sphäre, also die dritte Sphäre, sondern es breitet sich kontinuierlich aus und hat auch die siebte Sphäre betroffen. Dann ist die Frage nichtsdestotrotz, wie diese Manifestationen hierhin gelangt sind, und die Antwort wäre wieder ein Sphärenriss. Ja. Und die Lösung dagegen ist, sich aus der betroffenen Umgebung zu entfernen. Also sind wir auf dem richtigen Weg. Hinter dem Riss war es blau. Könnte es die Herzogin sein? Es ist nicht möglich, einen Sphärendurchbruch von der siebten Sphäre in die dritte zu erzeugen, nein. Das ist sehr beruhigend. Erinnert ihr euch an die Art und Weise, das was bei Shelvin passiert ist? Nun, der Name, der wiedergeheilt ist. Vielleicht er. Ihr spürt mittlerweile wieder so ein Schwappen, vor allem die Magier, ein unangenehmes Ziehen, als würde eine nach der Flut eine Ebbe aufkommen, und ihr verliert die ASB, die ihr über Maximum angesammelt habt. Das sind bei mir 4. Das ist bei mir keine. Gut. Ich bin tatsächlich wieder gute 50 Punkte drunter. Du willst also sagen, ich habe mein Glück umsonst ausgewürfelt, um mehr ASP zu haben. Du verlierst dann wieder 60 ASP oder was auch immer das ist, ja. Deshalb habe ich die 33 direkt in den Stab gepackt. Da sind sie sicher. Ja, ich bin nicht sicher, ob das eine gute Idee war. Jeder von den Magiern bekommt 1W20 Schadenspunkte. Autsch. Jeder von den bewusst nicht nee, bewusst. Du auch. Magiern, nee, du sagen. Auch. Die Risse haben euren Körper natürlich verheert. Das ist 22 minus 6.
okay, das nehme ich. Kriegt man weniger Schadenspunkte, wenn man nicht über seinem Maximum war, so die Arzneimittel nicht nachgeleitet hat? Das ist unfair, ganz ehrlich. 16, danke. Ich muss nicht fair sein, das ist das Schöne. That's not the point. Ja, und so könnt ihr eure Schmerzen so ein bisschen zurückhalten. Das Blut läuft euch aus Nase, aus den Ohren, aus dem Mund teilweise, verkrustet dann aber auch ziemlich schnell, während ihr dann versucht, die Risse noch am Körper wieder zu schließen. Das Blut, was wohl unter euren Adern gelaufen ist, nimmt wieder normale Farbe an, also wieder blau oder rot. Aber fluktuiert nicht mehr so sehr ekelhaft. Und auch diese Nacht, die über euch hereingebrochen ist, die Spiegelbilder oder die toten Vögel, die unter euch, neben euch am Boden lagen, werden nicht mehr oder alles wird wieder normal. Zumindest sehr langsam und schmerzvoll.